Fünf Lifehacks, mit denen du die Gesundheit deiner Personal Training Kunden optimieren kannst. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Karriere als Fitnesstrainer. Es geht genau darum, dass wir eben nicht nur beim Personal Training das Training und die Ernährung betrachten, sondern den Mensch als Ganzen betrachten und auch mal schauen, okay, was macht er denn sonst den ganzen Alltag so? Und können wir da nicht vielleicht so ein paar Sachen noch optimieren, damit dieser Mensch eben noch gesünder wird? Und dafür habe ich dir jetzt eben fünf Lifehacks vorbereitet, die ich selber auch durchführe und die ich nur weiterempfehlen kann und die du auch natürlich gerne deinen Kunden weiterempfehlen kannst, wenn dir etwas an die Gesundheit deiner Personal Training Kunden liegt. Und wir fangen wirklich so komplett morgens an beim Aufstehen und gehen bis abends durch, was man da alles machen kann, um die Gesundheit zu optimieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim ersten Tipp. Der erste Lifehack hat mit dem Aufwachen zu tun. Und zwar ist es ja so, dass wir eigentlich noch der Steinzeitmensch oder der Mensch von früher sozusagen sind. Wir als Menschen haben uns in den letzten Jahren eigentlich nicht verändert. Aber wie wir eben leben, das hat sich natürlich sehr stark verändert. Heutzutage stellt man sich jeden Morgen einen Wecker. Der Raum ist meistens komplett dunkel, vor allem jetzt gerade im Winter. Ja? Und wer kennt es nicht, dass man da einfach ja, wie zerlädert aufsteht, so als hätte man gerade irgendwie, wäre in der LKW drüber gefahren. Ja, so fühle ich mich zumindest morgens manchmal, wenn ich vom Wecker früh morgens aufstehe. Und dafür gibt es eben einen Light-Up-Wecker, beziehungsweise einen Wake-Up-Light-Wecker. Ja, früher ist man eben immer mit dem Sonnenlicht aufgestanden und ist dadurch wach geworden. Und es ist natürlich viel angenehmer, wenn man mit dem Sonnenlicht aufwacht, als jetzt durch einen lauten Wecker in einem dunklen Raum. Und deswegen hat dieser Wecker hier eben die Funktion, dass er einen natürlich ganz normal weckt mit verschiedenen Tönen auch. Da kann man alles Meeresrauschen und Vögel und sowas alles einstellen, ja. Aber das Besondere ist eben, dass er eben auch hell wird und den Raum erhellt und man eben durch diese Helligkeit wach wird und nicht mehr durch diesen lauten Ton. Man kann dann zum Beispiel einstellen, ich will um 7 Uhr aufstehen, ja. Dann kann man einstellen, wie lange der vorher anfangen soll, hell zu werden. Also 20 Minuten habe ich bei mir eingestellt. Dann wird er um 6.40 Uhr schon hell und das geht eben auch schrittweise, so wie wenn die Sonne aufgehen würde. Und dann mache ich eben meistens von so einem angenehmen Licht auf und nicht durch den ekligen Weckerton. Ja? Und dadurch fühlt man sich morgens ganz anders, viel frischer, viel besser. Und man fühlt sich einfach nicht so, als hätte einem morgens ein LKW überfahren. Ja? Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich kann es euch mal ganz kurz hier zeigen, wenn ich das irgendwie hinkriege, wie das denn aussieht, diese Helligkeit. Das ist der Ton. Genau, so sieht dann diese Helligkeit aus. Da kann man eben auch einstellen, wie hell das Ganze werden soll. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Auch gerade für eure Personal Training Kunden interessant. Und wenn du zum Beispiel auch langjährige Kunden hast oder sowas, ja, dann kann ich es auch empfehlen, dass du vielleicht einfach mal so ein Ding hier verschenkst, zu Weihnachten oder sowas, ja. Einfach zur Verbesserung der Lebensqualität. Der hat jetzt 30 Euro gekostet, ist es nicht ganz so teuer. Aber du kannst deinen Kunden auf jeden Fall was richtig, richtig Gutes damit tun. Lifehack Nummer 2 hat mit Folgendem zu tun. Und zwar sollten wir jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken. Ja, warum sollte man das machen? Und zwar in der Nacht verlieren wir ungefähr einen halben Liter bis 2 Liter Wasser. Einmal durch das Ausatmen, aber zum Beispiel auch durch Schweiß. Und das muss nicht mal unbedingt Schweiß sein, den man jetzt sieht oder sowas, ja, sondern man gibt einfach Wasser über die Haut ab. Und dadurch, dass man eben über die Nacht so viel Wasser verliert, hat man eben morgens meistens einen Wassermangel. Und wir brauchen aber eben Wasser. Wasser hat sehr, sehr viele Funktionen im menschlichen Körper. Ja, da könnte man sogar ein extra Video drüber machen, wie wichtig es ist, regelmäßig und ausreichend Wasser zu trinken. Und deswegen sollte man diesen Verlust an Wasser direkt am Morgen ausgleichen, indem man eben besser sogar noch 2 Gläser Wasser direkt nach dem Aufstehen trinkt. Und dadurch kann man eben nochmal besser in den Tag starten. Ja? Und so hast du deinen Personal Training Kunden schon mal empfohlen, entspannter aufzuwachen und um mal besser in den Tag zu starten mit einem Glas Wasser. Und jetzt komme ich dann gleich zu Lifehack Nummer 3. Beim dritten Lifehack geht es direkt weiter mit dem Tagesablauf. Und zwar sollte man mehr Zeit im Hocken oder im Hängen verbringen. Warum sage ich Tagesablauf? Zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen, wenn man ein Glas Wasser getrunken hat. Beim Zähneputzen einfach, das Zähneputzen in dieser Position hier verbringen, ist richtig gut für die Gelenkgesundheit. Was die Hocke alles noch für Vorteile hat, das habe ich ja schon in einem letzten Videos erwähnt, das kann ich dir hier oben in der Infokarte nochmal kurz verlinken, ja. Und ja, Hocke eben sehr gut, einfach mal mehrmals am Tag in die Hocke sich begeben, sodass man eben mehr Zeit in der Hocke verbringt. Und auch zum Beispiel das Hängen kann man eben öfters am Tag durchführen. Wenn man natürlich in der Wohnung irgendwie eine Stange oder sowas hat, dann ist es perfekt, sich da einfach mal dran zu hängen. Ich kann es nur so ein bisschen komisch auf dem Balkon machen, ja. Mache ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so oft, aber zum Beispiel beim Spazierengehen oder so, wenn man am Spielplatz vorbeikommt oder irgendwo
irgendwas sieht, wo man sich ranhängen kann, dann sollte man das auf jeden Fall nutzen, denn das Hängen ist auch sehr gesund. Einmal sehr gesund für die Schultergesundheit, ja, dann natürlich auch für die Griffkraft ist es gut, wenn man längere Zeit im Hängen verbringt, aber vor allem eben auch für die Wirbelsäule. Ja. Die Wirbelsäule wird den ganzen Tag eigentlich nur gestaucht, ja. Die Bandscheiben werden eben ausgepresst mit der Flüssigkeit, die Bandscheiben ernähren sich ja nach dem Schamprinzip, ja. Die Bandscheiben werden zusammengedrückt, Flüssigkeit kommt raus und wenn wir eben uns irgendwo dranhängen, dann werden die Bandscheiben bzw. die Wirbelkörper wieder ein bisschen auseinandergezogen, ja, und ein besserer Flüssigkeitsaustausch in den Bandscheiben findet statt und davon kann man eben profitieren, wenn man eben öfter mal am Tag auch einfach sich irgendwo hinhängt. Ja, und das war eben der dritte Lifehack, das bedeutet einfach so viel Zeit wie möglich in der Hocke oder im Hängen zu verbringen. Natürlich keine 3 Stunden, ja, aber ihr wisst, was ich meine mit so viel Zeit wie möglich. Lifehack Nummer 4 sollte man eigentlich auch den ganzen Tag lang anwenden und zwar ist das Bewegung. Ja? Natürlich sollte man sich viel bewegen, das ist ja eigentlich komplett klar, aber die neuesten wissenschaftlichen Studien sagen eben, dass zum Beispiel eben nicht das Sitzen für Schmerzen verantwortlich ist, für Rückenschmerzen zum Beispiel, ja? Sondern dass eben das geringe Aktivitätslevel und das wenig an Bewegung eben viel mehr einen Einfluss darauf hat, dass man eben Schmerzen bekommt und dass man einfach nicht gesund lebt. Und deswegen sollte man versuchen, nicht irgendwie eine bestimmte Haltung am Arbeitsplatz oder sowas einzunehmen und die ganze Zeit einzuhalten, sondern einfach immer getreu dem Motto, die nächste Haltung ist die beste Haltung. Und auch wenn man gerade da sitzt, auch dort verschiedene Haltungen immer wieder mal einnehmen. Ja? Mal auf die linke Seite des Stuhls lehnen, mal auf die rechte. Und was natürlich sehr gut ist hier, ist so eine Art Stehschreibtisch, weil hier kann man sich einfach auch viel mehr bewegen, wenn ich immer stehe und arbeite, ja, dann bewege ich mich immer so ein bisschen, ja, beziehungsweise mache mal zwischendurch auch eine Kniebeuge, gehe mal kurz in die Hocke und so weiter. Das ist zum Beispiel eine super Sache, ja, ist auch nicht mehr ganz so teuer, so ein Stehschreibtisch. Und wenn man Geld für die Gesundheit ausgeben sollte oder wenn was sich wirklich so lohnt wie so ein Stehschreibtisch, dann sollte man das durchaus machen, beziehungsweise den kann man halt hoch und runter fahren. Das bedeutet, ich kann wieder mich mehr bewegen und zwischen Sitzen und Stehen zum Beispiel abwechseln, ja. Dann sollte ich zum Beispiel... Oder dann wäre eine gute Sache, wenn man keinen so einen Schreibtisch hat, sich einfach irgendwie ein Handy zu nehmen, einen Timer zu stellen und dann zum Beispiel irgendwie den Timer auf alle 5 Minuten zu stellen und dass man einfach die Haltung wechselt oder den Timer auch alle jede Stunde einzustellen und jede Stunde mal aufzustehen, mal ein bisschen durch die Wohnung zu gehen, im Homeoffice zum Beispiel, mal in die Hocke gehen, sich einfach ein bisschen strecken, bewegen und so weiter, dass man einfach daran erinnert wird. Ja? Das kannst du deinen Personal Training Kunden zum Beispiel gut mitgeben oder bei so ganz banalen Dingen wie zum Beispiel beim Telefonieren während dem Homeoffice einfach durch die Wohnung laufen und nicht sitzen bleiben. Beim Einkaufen mal ein bisschen weiter wegparken oder sowas, dass man ein bisschen Bewegung hat. Einfach versuchen, Bewegung so viel wie möglich in den Alltag reinzubringen. Einmal während dem Arbeiten, aber natürlich auch während dem sonstigen Alltag. Das ist ein Lifehack, der sehr viel Gesundheit mit sich bringt und wo man seine Gesundheit super mit optimieren kann, wenn man sich eben mehr bewegt und aktiver ist. So, jetzt hat dein Personal Training Kunde seinen Alltag schon die ganze Zeit optimiert. Er ist gut aufgestanden mit dem Licht, er hat Wasser getrunken, er hat viel Zeit in der Hocke verbracht und sich generell viel bewegt. Und jetzt möchte man natürlich abends noch ein bisschen entspannen hier auf der Couch. Film ist eh langweilig, also glotzt man die ganze Zeit auf sein Handy. Ja, es ist aber so, dass in diesem Handy natürlich dieses Blaulicht vorhanden ist, was eben eher Aktivität auslöst, wenn das die Augen registrieren. Ja? Beziehungsweise eher am Tag ist man an dieses Licht gewöhnt und in der Nacht eben nicht. Und das bedeutet, wenn wir eben uns vor dem Schlafengehen so viel Blaulicht aussetzen, durch zum Beispiel Handy-Displays, auch wenn wir im Bett nochmal am Handy ein bisschen rumdaddeln, ja, dann ist es eben so, dass wir schlechter schlafen, schlechter einschlafen können, weil der Körper eben eher dieses helle Licht, dieses blaue Licht registriert hat. Und dafür gibt es in jedem Smartphone einen Blaufilter, den kennen vielleicht die einen oder anderen auch schon. Ich stelle mir es einfach immer so ein, dass dann um 20 Uhr abends angeht und dann habe ich die letzten Abendstunden kein Blaulicht mehr. Aber zum Beispiel auch beim PC, wenn man abends noch irgendwie über den PC zum Beispiel was anschaut oder zum Beispiel auch noch arbeitet abends, da gibt es sogar auch einen Blaufilter. Bei Windows 10 kann man einfach Nachtmodus eingeben, ja, und dann kann man sich das genauso einstellen. Und das habe ich bei mir bei beiden Geräten gemacht und somit bin ich in den letzten Abendstunden kein Blaulicht ausgesetzt, kann besser einschlafen und einfach auch ruhiger schlafen. Und ja, das ist eben der 5. Lifehack, wie man seine Gesundheit ganzheitlich optimieren kann. Ja, das waren die 5 Lifehacks, die du gerne an deine Personal Training Kunden weitergeben kannst. Du kannst sie natürlich auch gerne erstmal selber testen, damit du erstmal weißt, was du da weiterempfiehlst. Ich kann sie auf jeden Fall sehr gut weiterempfehlen, haben mir auf jeden Fall immer geholfen. Und ja, wenn du noch mehr wissen willst, wie du als Personal Trainer erfolgreich werden möchtest oder wenn du so spezielle Fragen beantwortet haben möchtest, wie zum Beispiel, wie trainiere ich meine Personal Training Kunden online oder wie motiviere ich meine Personal Training Kunden, dann schau auch gerne mal beim Podcast vorbei. Dort habe ich nämlich spannende Podcast-Episoden zusammen mit Dirk Wannmacher aufgenommen, der eben schon seit 15 Jahren erfolgreicher Personal Trainer ist und da kannst du bestimmt auch einiges lernen. Hier unten kommst du zum Podcast, du kommst ja auch hier zum nächsten Video und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, dein Team Kinalzik, Karriere als Fitnesstrainer und